Einfahrt. Erste Einfahrt, erstes Mal werden hier Leute rübergebracht. Von einem auch zum anderen. Tickets werden gelöst und das erste Geld kommt bei uns in die Kasse. Railway Empire spielen wir gerade live auf Twitch am 25.12., erster Weihnachtstag 2021. Für YouTube zeichnen wir auf. Danke an alle Leute dort auf Twitch, die gerade live dabei sind, auch die YouTube-Leute dabei. Danke an Werde ich träumen fürs Cheeren. Einfahrt hier. Da kommen wir an. Und was, wie viel Geld machen wir? Wir haben nur Post transportiert. Wie viel Geld kommt rein? Es reicht nicht ganz. Habt ihr gesehen, es reicht nicht ganz, um die Maisfarm zu kaufen. Damit lassen wir uns noch Zeit. Es geht gleich wieder zurück. Hi Marcel. Dragon fragt, ich kann auch Signale stellen, um die Gleise in eine Richtung zu befahren. Das wäre die Alternative. Ich könnte beide beide Bahnstrecken, die wir haben, über dieselben Gleise laufen lassen. Hin über dasselbe, zurück über dasselbe, aber ich will die langfristig halt trennen und hab da noch was anderes vor. Ein kleines bisschen Wasser hier. Hier ist alles knochentrocken, hier nicht. 193.000 haben wir. Da hinten kommt schon eine Eisenbahn entgegen. RealTD, danke dir. Frohe Weihnachten auch an dich und danke fürs 21. Abo. Wir versuchen, den Westen und den Osten der USA miteinander zu verbinden und spielen die große USA-Karte bei Railway Empire. Sind in Los Angeles gestartet, wollen den Süden lang fahren bis zur Ostküste rauf, wollen eine große Brücke bauen. Und nicht über einen Fluss, sondern eine quer über den Kontinent, die den Westen und den Osten miteinander verbindet. Jetzt können wir bis zur Küste schauen, apropos. Gleich kommt die Einfahrt. Kleiner Blick zurück gefällig. Nur zwei. Zwei Waggons, die wir haben. Das gibt nicht viel Geld. Ich hätte gerne, wenn wir über 200.000 sind. Oh, wir müssen auch die Wartungsgebäude kaufen. Ich glaube, wir müssen auch ein Wartungsgebäude... Wir müssen mal gucken, wann die gewartet werden müssen, ob schon soweit ist. Mal kurz gucken, wie man das nochmal macht. Zug verwalten. Wo sieht man nochmal, ob die gewartet werden müssen? Das hier, ne? Das ist, glaube ich, der Zustand, der geht noch. Ein Wartungsgebäude sind teurer Spaß. Auslastung 0. Das ist sündhaft teuer hier, ne? Das kostet mittlerweile 200.000. Soll ein bisschen Geld aufnehmen. Komm, wir nehmen noch einen. Wir hauen das Geld einfach raus. Wir holen uns noch eine Anleihe. Zwei ultra teure und mehr geht nicht. Mehr wollen uns die Banken nicht geben und da machen wir unfassbar viel Schulden gleich. Und damit kaufen wir uns gleich erstmal ein Wartungsgebäude hier vorne. In Kingman. Und dann werden wir das Mais gut hier hin und her transportieren von hier. Das kaufen wir uns einmal. Das waren 181.000. Dann wird ein Bahnhof gebaut, ein klitzekleiner. Hier daneben. Mais braucht man in beiden Städten. Oh Gott. Wie soll man denn da langfahren? Boah, was für Höhenunterschiede. Boah, wird das krass. Oh oh, ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Am ehesten noch hier so, ne? Das einzig Gute ist, dass die, dass das oben ist, da wo wir loslegen und dass unser Ziel unten liegt, weil die vollen Waggons runterzubringen ist schwer. Die leeren Waggons heraufzubringen ist nicht so schwer.
ich hoffe sehr, ich habe hier keinen Mist gebaut. Ich hoffe sehr, das klappt hier. Das wird echt krass hier. Einmal hier hin. Also das können wir uns alles nicht leisten hier mit Tunnel und 1000 Tricksereien. Da müssen wir echt überlegen, wie wir das machen. Die Brücke ist der nackte Wahnsinn. Aber das ist sehr unrealistisch, ne? Die fährt ja quasi durch den ganzen Berg durch. Kann man so machen, aber das sieht ja saudoof aus. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Und wenn wir hier mit... Hey, wenn wir es so machen, wenn wir hier erstmal mitziehen... Karl, danke fürs 6. Abo. Also das ist jetzt echt eine Aufgabe. Meine Güte. Das wird so nicht gehen. Wir müssen uns irgendwas komplett anderes überlegen. Kann man hier rechts rum eventuell. Da ist die Steigung, ist die Kurve sehr, Kurvenlage sehr krass. Müssten einen Umweg fahren. Hier lang. Boah, das ist ein teurer Spaß. Prozent nur. 92.000, was meint ihr? Auf der hinteren Seite der Station rausfahren, weil die Radien da größer sind, heißt es. Könnte man ein Stück hier langsam runter. Also das sieht einfach so unrealistisch aus. Das gefällt mir nicht. Wir versuchen mal hinten rauszufahren. Oder wir bauen das nicht hier. Ich guck mal, ob wir unser Geld zurückbekommen. Baukosten 40.000. Ich glaube, das sind die gesamten Baukosten, ne? Ja. Wir bauen das nochmal neu. Versuchen es nochmal anders.
Ich versuch's mal so. Dass wir dann hier runterkommen. Und dann kann man. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Da können wir eher mitarbeiten. Dann können wir hier den Hang langsam runterfahren. Brauchen wir noch nicht mal eine Brücke für. Das sieht doch besser aus. Die hohen Steigungen sind krass, aber zurück fährt man mit leeren Waggons und hin rollen die runter. Das sollte eigentlich von der Geschwindigkeit auch gehen. Also solange die Raufen leer fahren, geht das so. Immer ein kleines bisschen, also das scheint zu funktionieren. Das finde ich, das sieht okay aus. Dann können wir arbeiten. Jetzt nur die Frage, ob wir das zweite hier auch genauso schick machen können. Oh, das kann man jetzt noch nicht machen. Wir bauen, kaufen das mal. Jetzt versuchen wir es mal auf der hierauf auch zu dem Bahnhof nach Kingman. Weil da muss das Zeug ja auch hingebracht werden. Oder wir fahren hier hinten raus. Hier lang. Da hinten müssen wir hin. Lass uns das mal versuchen. Wir brauchen eine eigene Brücke, sonst wird es nicht klappen. Eine kleine. Das wäre so in etwa die Strecke. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Wir müssen auch noch Loks kaufen. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das hinbekommen. Tunnel und Brücken. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ich müsste das auch später erst bauen. Weil wir können nicht noch eine Anleihe raufgehen. Das wird nicht klappen. Das können sie eh gerade nicht leisten. Wir müssen auch noch die Züge. Wir können keine weiteren Kredite aufnehmen. Das müssen wir nachher machen. Im Prinzip scheint es so zu gehen. Das kann man nachher immer noch machen. Wir haben ja das hier schon gekauft. Ja. Landgut wurde gekauft. Gehört uns. Und wir müssen das Wartungsgebäude gleich auch noch kaufen. Und die Loks. Also eins nach dem anderen. Das heißt, wir wollen jetzt von einer. Wir kaufen einen weiteren Zug. Setzen ihn ein. Hier hin. Laden Mais ein. Das kann ruhig alles sein. Mindestens 3 bitte, dann wird weiter transportiert und maximal 8. Und wir nehmen nichts mit. Wir wollen keine Güter zurücknehmen. So, und der Zug ist hier vorne. Mais nach Los Angeles, bitte.
Und jetzt haben wir noch 74.000 und können uns damit kein Wartungsgebäude leisten. Das heißt, wir brauchen Einnahmen, sonst läuft das hier alles. Wir brauchen jetzt mittlerweile schon ein Wartungsgebäude in Los Angeles, brauchen wir jetzt. Weil das ist die einzige Stadt, die von allen angefahren wird hier. Das gibt aber ordentlich Geld, Leute. Wenn das hier klappt. Wir Daumen drücken, dass wir nicht pleite gehen. Sevilla, danke, du sorgst dafür, dass ich nicht pleite gehe. Danke fürs, wie vielte? Vierte Abonnent, danke dir. Einmal runter zur Küste. Boah, was ein schöner Ausblick, Leute, guckt mal. Zauberhaft. Ja. Und einen Versorgungsturm brauchen wir auch noch. Richtiger Hinweis. Da kommt schon die erste Locke entgegen. Wir kommen, Mais kommt, Leute. Er hungert nicht mehr. Er hungert nicht mehr. Und, wie viel Geld gibt's? Ja, wir kommen über 100.000. Ja, und damit können wir uns einen Wartungsturm gönnen. Und haben sogar noch Geld für einen Versorgungsturm. Nein, guck euch das mal an. Uns fehlen knapp 1.000 Dollar. Das heißt, die muss jetzt ohne Versorgungsturm die Strecke erstmal hier lang fahren. Wir haben keine Möglichkeit, weitere Anleihen rauszugeben. Wir müssen jetzt alle durch, Leute. Boah, das ist alles sehr auf Kante gestrickt. Also zwei, wir haben unser Startgeld genutzt für den, wir haben uns zwei dicke Anleihen geholt mit jeweils 8% Zinsen im Jahr und haben das genutzt, um drei Betriebe uns zu kaufen, die jetzt ein bisschen ausgelastet werden, weil sich das langfristig auszahlt, ob kurz, oh Gott, wie langsam die wird, obwohl die leer fährt, nur 43 Stundenkilometer. Obwohl die leer fährt, jetzt stellt euch vor, die würde voll fahren. Im Chat hat man schon ein gelbes Warndreieck irgendwo erspäht. Ich habe noch keins gesehen. Ich weiß nicht, was du da gerade gesehen hast. Wo denn? Ich sehe keins. So, jetzt haben wir 34.000. Damit können wir uns unseren Versorgungsturm gönnen. Hier oben hin. Aber ein Stückchen weg von dem Bahnhof, damit, wenn der da stehen bleibt, damit der Bahnhof nicht zugeparkt ist. Mysterium. Hi, liebe Miriam. Danke fürs 21. Ja, manchmal gibt es auch so zufällige Pannen auf anderen Strecken. Die kann man nur teilweise beeinflussen. Das stimmt. Rami, Sisu, Meri, Amun. Vielen Dank fürs 12. Abo. Ein Jahr voll gemacht. Danke dir. Danke für die sehr lieben Sätze. Wer füllt das Wasser mitten in der Pampa wieder bei den Versorgungsturmen auf? Fragt Marci. Ich nicht. Wie langsam es hier losgeht. Kleinste Beträge, davon kommt es wieder ein Zug entgegen, glaube ich.
Auf welche Gleise die Bahnhöfe die Züge in den Bahnhof reinfahren, fragt Night Dragoon. Das macht die KI automatisch. Das sind also die großen Bahnhöfe eben, die wir gesetzt haben. Also die mittleren, die hatte ich mit Stellwerk errichtet. Da macht die KI das automatisch. Der kleine Bahnhof oben, wo der Mais abtransportiert wird, das ist ein kleiner ohne Stellwerk. Die kleinen gibt es nur mit ohne Stellwerk. Gibt es nur ohne Stellwerk und da muss man halt gucken, dass es da kein Chaos gibt. Jetzt haben wir 33.000. Jetzt fahren wir auch mal eine andere Strecke lang. So, wie geht's den anderen Zügen? Ist alles okay? Gibt es irgendwo Probleme? Sieht nicht danach aus. Ja, Geld kommt rein. Mittlerweile ist so übrigens, falls ihr das nicht schon mitbekommen habt, auch ein Nachfolger schon in der Entwicklung. Railway Empire 2 ist in der Entwicklung. Wurde nicht offiziell angekündigt von Calypso, aber es gibt, die haben einen Förderungsantrag gestellt bei der Bundesregierung. Das ist entsprechend bewilligt worden und deshalb weiß man das. Was mir persönlich ein Rätsel ist, warum manche Publisher, also die Verleger der Spiele, das Spiel da nicht ankündigen, wenn öffentlich auf Webseiten der Bundesregierung draufsteht, dass sie das Spiel rausbringen, wie das Spiel heißt, dass es in der Entwicklung ist. Das Spiel wird bereits charakterisiert, meistens auch schon namentlich genannt. Und es steht drin, wie viel Fördergeld die bekommen, aber die kündigen es trotzdem nicht an. Und irgendwann nach Monaten gibt es dann so ein Veröffentlichungs-Ankündigungsevent. Stolz werden irgendwelche Pressemitteilungen rausgegeben. Oh, Überraschung, jetzt kommt unser Spiel XY. Haben wir die ganze Zeit schon klammheimlich in der Entwicklung. Das ist ein bisschen schräg. Also es stört mich nicht, ich finde das nicht furchtbar oder so, aber es hat was sehr Witziges, finde ich. Danke an den Wizard, liebe Grüße, danke dir fürs allererste Abo, willkommen hier, Wizard. Und an Civil, auch ein dickes Dankeschön für 16. Abo schon, vor Weihnachten auch an dich. Im Chat wird es auch gerade gesagt, im Moment rund um Weihnachten 2021 ist dieses Spiel verbilligt bei Games Planet. Es gibt das Grundspiel für nur ein Drittel des normalen, pardon, nicht bei Games Planet, im Calypso Shop. Ich sage immer automatisch bei Games Planet, diesmal im Calypso Shop. Ein Drittel des normalen Preises, nur knapp 10 Euro. Und die Link darauf im Chat gerade gepostet, auf YouTube in der Textbeschreibung hier drunter. Und es gibt außerdem dann noch die Railway Empire Collection oder Complete Edition, eins von beiden, irgendwie so ähnlich heißt das. Und da ist die Complete Edition, heißt das. Und da ist alles drin, mit Ausnahme des Japan-DLCs. Sonst sind alle DLCs drin. Und die gibt's im Augenblick für den halben Preis noch bis zum 4. Januar 2022. Wenn ihr das euch hier später anguckt, ich hoffe, es hat euch nicht genervt, dass ich das erwähnt habe. Für die Leute, die live dabei sind oder das rechtzeitig sehen, ist es immer ein schöner Service. Über die Links verdiene ich mit, wenn man darüber einkauft, auf Kosten des Shops. Es war 40.000 Leute. Ich könnte mir vorstellen, wir planen schon mal die nächste Strecke, aber brauchen ein bisschen Geld dafür. Die nächste Strecke ist entweder diese hier oder hier runter mit dem Vieh. Wir haben einen Forschungspunkt. Können wir den schon ausgeben? Nee, doch hier. Erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt, in der dein Unternehmen einen Bahnhof hat, um 8%. Das bringt im Augenblick gar nichts. Wie cool ist diese Lok hier? Dafür braucht man 3 Forschungspunkte. Das wäre die erste Express-Lok. Geringe Zugleistung hilft uns hier wenig. Deutlich höhere Spitzengeschwindigkeit. Das hier ist eine bessere Frachtlok. Das ist eine richtig gute. Dafür bräuchten wir 200 Punkte. Also zwei Sternchen bräuchte man dafür. Neue Loks kosten nur 70% des normalen Preises, wenn man die standardisierten Bauteile sich holt. Wir könnten darüber hier hingehen, weil ich glaube, das ist für die Express-Loks ist das hier alles zu steil im Augenblick, oder? Wie steil war das hier? Was meint ihr? Oh, was ist das hier? Zug wartet schon zu lange auf Beladung und blockt damit die ganze... Bier ist alle. Gehen mal Minimum 2, das ist okay. 2 ist okay. Da musst du im Moment warten.
Puh, was ist denn das gerade hier? Ich habe aber gerade keine Veränderung gemacht, nein. Die Aktionen ignoriere ich immer, weil wir ohne KI spielen. Das fände ich irgendwie zu leicht. Tja, der andere Zug. Ist hier unterwegs. Ah, das sind sehr geringe Erträge, die gerade reinkommen. Das ist eine echte Durststrecke hier gerade. Hat der Zug gewartet. Dann haben wir noch den Maiszug hier vorne. Hier, alles wird abtransportiert. Wir könnten den erweitern für 60.000. Das ist der Bahnhof, können den Betrieb auch erweitern mittlerweile. 57% Auslastung, das ist noch nicht nötig, den zu erweitern. Was ich mich echt frage, ist, ein bisschen Sorge wegen des Geldes, ein Heizer, was bringt er uns? Zuverlässigkeit eines Zuges um 20% erhöht, den können wir einstellen. Für wie viel? Für einmal 687. Und den packen wir in die Expressstrecke rein. Das mit dem Geld wird echt, dauert echt. Budimann, danke dir fürs 4. Abo. Liebe Grüße auch an dich, Budimann. Es wird lange dauern, bis wir ihr Geld haben. Wir können natürlich die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Das geht aber nicht in der Ego-Perspektive. Allerdings andererseits, wir sind im Januar 1850 gestartet. Wir haben schon 3 Betriebe. Aber erweitern. Wir haben ein schwieriges Tower, wo wir hier gestartet sind. Mit vielen Brücken, die wir bauen müssen, mit riesigen Höhenunterschieden. Das ist schon krass hier, ne? Geld an. Ich gehe mal in der Spielgeschwindigkeit etwas rauf und wir warten mal, bis Geld kommt. Zugbegleiter. Passagiere zahlen 10% mehr. Wird eingestellt. Hoppla, hat das hier mit dem Heizer nicht geklappt? Hatte ich das eben nicht bestätigt? Jetzt haben wir 2 Forschungspunkte, jetzt könnten wir die bessere Lok hier uns holen. Die waren im Augenblick, dann müssten wir die auch kaufen. Bringt hier uns im Augenblick viel? Ja, dann werden die auch die in anderen besser. Wir schalten die Lok hier frei. Da geben wir die 200 Punkte für aus und dann gehen wir rein in den, wo finden wir das hier? In den Lokschuppen und sagen, dass wir die kaufen für alle. Lokomotiven ersetzen. Und zwar alle Express-Loks. Weil da ist der, ist es wichtig, wie schnell wir sind. Wie schnell die sind. Da gibt es mehr Geld. Nee, das ist was Falsches. Hier muss man das machen. Über die Routeneigenschaften. Passagiere und Post. Einer ist das. So haben wir gefiltert, wir hätten es auch manuell machen können. Und die fährt jetzt hier mit der neuen Lok. Guck mal hier. Sieht unsere neue Lok aus. Einfahrt wieder in die Stadt. Also bei den Frachtloks ist das, glaube ich, egal.
Mit Tempo und Entfernung hatte ich eben schon gesagt. Ich gucke mal kurz im Lexikon nach. Ja, das ist echt cool hier. Dieses Ingame-Lexikon kann man hier rüberholen. Hier steht's ja. Wirtschaft. Ticketpreise. Das ist was anderes. Das machen wir schon. Expressgüter und normale Fracht trennen. Hier steht's ja. Nee, hier ist es auch noch nicht erklärt. Wo ist es erklärt, wovon die Preise abhängen, die eine Frachtlok bekommt? Also ich habe im Kopf, weder die Entfernung noch die Geschwindigkeit spielen eine Rolle. Ah, hier steht's. Passagiere und Post sind zeitkritische Transporter. Passagier wartet nicht lange. Passagiere steigen auch um, Fracht steigt nicht um. Ja, Dragonblade schreibt auch, bei Fracht zählen die Entfernung und Zeit nicht. Ja, das war meine Frage eben. So habe ich es im Kopf, so habe ich es eben behauptet. Und wenn ihr das auch so seht, dann suche ich hier nicht länger weiter nach. Dann habe ich es ja richtig erklärt. Alles gut dann. So, wir haben jetzt 69.000. Ich gehe wieder in der Geschwindigkeit 1 rauf. Störung scheint es ja keine zu geben. Ende des Jahres gucken wir mal, wie viel Geld wir bislang gemacht haben. Die wird belädt hier weiter. Und hier gibt es Probleme mit der Bierproduktion anscheinend. Jetzt gucken wir mal nach, was der Grund sein könnte. Mein Verdacht ist, Bier wird aus Getreide gemacht, ist ja zu wenig Getreide ankommt. Getreide ist alle. Getreide gibt es um die Ecke, kann man hier hinbringen. In Kingman wiederum ist im Augenblick genug Vieh da. Daraus wird Fleisch produziert. Das Fleisch wiederum wird nicht abtransportiert. Braucht man in Los Angeles dringend Fleisch? Ja. Wisst ihr, was wir machen? Zeitung, Kalifornien, neuer Bundesstaat. Sonnenstaat, beliebtes Ziel für Siedler. Da machen wir Folgendes. Der Zug soll hier schneller das Bier schneller abtransportieren. Ein Bier reicht. Und wir gucken lieber, dass das Fleisch hier immer hingebracht wird. Das heißt, beim Bier, wo das Getreide fehlt, sagen wir mal, eins reicht. Fleisch dagegen zwei. Jetzt sollte der hier abfahren. Mit einem Bier. Und das Getreide, das wir hier dringend brauchen, bekommen wir demnächst. Von hier hinten kann man es rüberbringen später. Dann ist das Problem behoben. Zinsen. 5.000 haben wir gerade an Zinsen gezahlt. Heieiei. Quartalsbericht. Zinsen kommen rein mit Einnahmen, Ausgaben. Wir haben im dritten Quartal, das ist das Laufende, nehmen wir lieber das letzte Quartal, das zweite, eingenommen 48.000. 26.000 über Post und Passagiere, unsere Expressgüter, 12.000 über Fracht, über den Mais, 10.000 über die drei Betriebe, die wir uns gekauft hatten, das ist deren Gewinn. Und an Zinsen haben wir gerade gezahlt
15.000 in dem Quartal. Wir haben im Prinzip die Kredite aufgenommen, um die Betriebe kaufen zu können. Ansonsten hätte man es vielleicht nicht gemacht. Das heißt, man muss quasi die Zinsen hier vergleichen mit den Einnahmen, die die Industrie bringt. So würde ich es mal grob machen. Das heißt, wir haben 10.000 eingenommen durch Industrie und 15.000 durch Zinsen gezahlt. Das finde ich eigentlich im Moment okay, vor allem, weil die Betriebe ja demnächst auch besser ausgelastet sein werden. Da haben wir, glaube ich, nichts falsch gemacht. Ja, im Augenblick kann man noch nicht viel weiter investieren. Im Chat kommen schon die ersten Vorschläge, wie man das machen könnte. Aber ein bisschen Geld brauchen wir, sagen wir so, mindestens über 100.000. Es sei denn, wir können nochmal Anleihen aufnehmen. Mittlerweile. Keinen neuen. Wir könnten die zurückzahlen. Aber dafür fehlt es uns. Und dann gucken, ob man eine teurere Anleihe bekommt. Aber das ist im Augenblick nicht möglich. Wir könnten auch hier einfach einen Bahnhof hinsetzen. Und die miteinander verbinden, hätten wir automatisch mehr Passagiere. Aber das sollte, weil wir mit Stellwerken arbeiten, eine Investitionszeit von 120.000. So teuer ist ein mittlerer Bahnhof mit Stellwerk. Und bis das wieder reingekommen ist, würden wir die Lok durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob das so viel mehr bringt dann kurzfristig. Also mehr würde eigentlich bringen, entweder den Mais hier rüber zu bauen oder das Getreide hier zu holen. Dann hätten wir die Getreidetransporte dafür das Geld und zusätzlich wird hier mehr Bier entstehen. Das könnte man machen. Das sind die beiden Optionen, die wir haben. Wird denn der Maisbedarf hier gedeckt im Augenblick? Maisbedarf wird komplett gedeckt. Das heißt, der Betrieb wäre besser ausgelastet, wenn wir hier oben Mais hinbringen würden. Und die Stadt wächst dann auch schneller. Mais wird im Augenblick von hier oben geliefert. Ah, okay. Also ich glaube, am effektivsten ist es tatsächlich, wenn wir von links das Getreide hier rüberbringen. Demnächst können wir Loks billiger kaufen, aber noch nicht. Die Aktion lassen wir da weg. Das sind das neue Personal, das wir uns holen könnten. Maximalgeschwindigkeit an Lok wird erhöht, brauchen wir im Augenblick nicht. Züge sind zuverlässiger, machen wir sofort. Den packe ich rein in die Frachtroute, in die Cargo-Route, die wir hier haben. Den neuen Heizer. Wisst ihr was, wir speichern mal ab und schauen mal, ob wir es hinbekommen, hier die Strecke schon mal zu bauen. Und wir warten, bis wir 150.000 haben. Ich gehe nochmal. Und dann versuchen wir, ob wir hier einen Getreidehof rüberlegen können. Das Getreide hier hinbringen können. Also ein Bier soll der haben. Da geht's weiter. Echti, danke fürs Abo. Liebe Grüße an Echti. Willkommen hier, Echti. Wieder ein Zug ein. Hier gibt es jetzt wieder Geld. Ich versuch's mal. Wir speichern einmal ab. Und schauen mal, ob das Geld schon reicht für einen Bahnhof, den wir hier hinsetzen. Bahnhof. Wie platzieren wir den? San Francisco wird später angeschlossen mit Los Angeles. Da brauchen wir vielleicht einen Kopfbahnhof. Gibt es Kopfbahnhöfe mit Stellwerken? Gibt's? Den können wir eventuell hier hinbauen. Oder ein Durchlaufen von rechts und dann links weiter. Ich will ungern den über gleich zwei Brücken hier schicken, den Getreidezug. Lieber hier vorne, aber dann ist hier dieser dicke, doofe Berg dazwischen.
ist der Bahnhof vielleicht mit ein bisschen Glück so platzierbar, dass wir gar nicht. Nee, wir müssen ihn auf jeden Fall. Wir müssen mindestens eine Straße, mindestens einen Fluss überqueren. Könnten das so machen. Warum geht das gerade nicht? Gelände ist zu steil, Mann. Da war gerade was. Man es lieber so. Einmal hier hin. Weil der wird nachher auch Getreide nach San Francisco bringen. Oder hier. Ist das tricky? Ist das tricky? Gelände überall zu steil, nirgendwo baubar. Parallel zu den Höhenlinien, ja, das könnte eine Idee sein. Ich frage nur mich, wie wir den dann rüberbringen über den Fluss. Das geht auf jeden Fall, ja. Wir müssen eine Brücke hier komplett drüber bauen, anders wird es nicht gehen. Über beide Flüsse. Ich bin echt gespannt. Wir testen das hier mal, nur damit wir wissen, ob das überhaupt geht. Ob man den nachher nach San Francisco bringen kann. Und das wird man machen. Wenn hier wird der Bahnhof sein, das wird möglich sein. Jetzt war es auf. Jetzt versuchen wir es. Hier. Wir müssen hin. Hierhin müssen wir. Bleiben wir erstmal diesseits des Küstengebirges. Zwei Flussüberquerungen sind echt doof. Hier werden viele Gleise demnächst parallel laufen, weil da viel transportiert wird von hier, von Los Angeles nach San Francisco. Ihr seht, wie viel Geld wir haben. Im ersten dürfen wir nicht ausgeben. Und dann sollten wir uns auch noch eine, wollen wir uns ja auch noch eine Lok gönnen. Bisschen hier rein, weil da werden noch viele parallel laufen. So. Das ist schon mal halbwegs okay. Brücken, teurer Spaß. Allein die Brücken, guck mal, wie teuer die sind. Aber vor allem die lange hier hinten, die werden wir sicher vermeiden können. Sollen wir schauen, ob wir vielleicht mit einer Brücke auskommen?
So, jetzt könnte man sich's schon leisten. Jetzt arbeiten wir ein bisschen an den Details hier. Jetzt brauchen wir diese lange Kurve hier nicht mehr. Mal gerader. Schauen wir mal. Ja, das sieht schon mal viel besser aus. Gucken wir mal, ob wir das noch gerader hinbekommen. Und vor allem mit weniger Steigung. Wir brauchen einen Punkt hier. Ein bisschen höher ist. 2% Steigung, weil dann ist die Brücke umso leichter. 2% Steigung hier. Den machen wir höher. Hier hin. Da kann man den runter machen. 1 und 6. Finde ich schon mal ganz okay so. So, jetzt haben wir hier irgendwelche Riesenprobleme, glaube ich, durch Erdarbeiten. Haben wir uns irgendwo noch eine Brücke hier eingefangen? Haben wir keine. Die Brücke ist teuer. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Brücken, weil hier kommen wir nicht drüber. Das wird nicht gehen. Sind geringfügig noch zu teuer. Wir gehen früher runter. Dann sparen wir Erdarbeiten ein. ...114.000. Die Brücken sind zu teuer. Also im Prinzip ist es so okay, finde ich. Wir müssen nur ein bisschen Geld noch sammeln. Oder? Meinte nicht auch? Warum ich nicht den geraden Weg gehe, statt um das Gebirge herum? Der gerade Weg quer dadurch, weil das unfassbar viel Brücken, Geld und Tunnelgeld vor allem kostet und wir das nicht haben. Deshalb gehe ich hier nicht mit einem Tunnel quer durch, sondern mache hinten rum. Das ist billiger als direkt durch und finde ich auch realistischer. Also es sollte so gehen. Ich glaube, man kann die Planung drin lassen, wenn man hier rausgeht. Ja. Das heißt, wir lassen jetzt mal ein bisschen Tempo weiterspielen und sammeln Geld ein. Oh, wie gut. Nächster Forschungspunkt. Loks billiger. Ganz wichtig. Schau mal, wie viel hier hinten mittlerweile an Fleisch liegt. Sehr viel. Und hier ist totaler Fleischmangel. Nimm mal die Minimalbelastung auf der Seite weg. Dann fährt er. Hi Normal, danke dir ein Jahr schon. Vielen Dank für deine Unterstützung. Danke, Normal. Jetzt ist das Geld da. Da ist das Geld. Jetzt können wir das kaufen, oder können wir uns noch keine Lok kaufen? Wir können die Strecke schon mal kaufen. Wir lassen mal weiterlaufen. Ja, da war das Geld. Wir gehen in den Streckenbau nochmal rein. Schauen uns nochmal an, ob jetzt alles okay ist. Ich glaube ja, ne?
So wird es teurer. Etwas teurer, aber auch hübscher. Ich gönne mir das mal kurz hier. Kaufen wir. Jetzt bin ich gespannt, ob wir eine billige Locke bekommen oder ob wir das nicht bekommen. Wartungsbedarf der Loks um 100% reduziert. Holen wir uns auch hier. Um 100, um 10% reduziert. So, und jetzt kaufen wir uns eine neue Lok. Ja, also wir wollten uns kaufen eine... Oh, ja, es fehlt auf jeden Fall das Geld noch. Also 37.000 brauchen wir. Da müssen wir noch ein bisschen verwarten. Nurmel, vielen Dank. Hat er ausverschenkt an Wüstseeradanteiger, an Ginsuin, Krümelchen und an den Priester, an Priest. Vielen Dank an unsere Nurmel, die in letzter Zeit sehr oft die Spendierhosen anhat. Vielen Dank. Sehr freundlich. Frohe Weihnachten auch dir, lieber Nurmel. Ja, man könnte Mais noch nach Osten transportieren, Wacom Energy, aber da hat mir eben festgestellt, das ist unheimlich teuer. Maximalgeschwindigkeit erhöhen brauchen wir im Moment nicht. Oh, schaut mal hier, wenn wir San Francisco anschließen bis zum Oktober, gibt es richtig dick Geld. Und damit hätten wir das selbst... Oh, schaut mal, wenn wir bis Oktober San Francisco anschließen, einfach nur hier einen Bahnhof hin und nach oben verbunden, kriegen wir das Geld fast schon wieder retour. Aber das kommt, werden wir jetzt nicht gebacken bekommen. Wir haben gerade andere Sachen ausgegeben, werden wir nicht schaffen. Müssen wir erstmal warten, dass wir Geld haben für eine Lok. Müssen wir einen Moment abwarten. Bis das Geld, jetzt ist das Geld da. 44.000. Das heißt, wir kaufen uns, wir richten eine Strecke ein. Das ist die beste neue. Genau, die kaufen wir. Und setzen sie ein. Hier vorne. Abtransport. Hierhin. Eine Frachtlok, die hier vorne Getreide mitnimmt. Und zwar so viel wie geht. Und da alles schön flach ist, ruhig maximal alles mitnehmen. Und hier bitte nichts zurück. Bestätigen das. Versorgt im Augenblick nur ohne Versorgungsturm, Leute. Ja. Der erste Getreidetransport geht rüber zu unserer Brauerei. Dann wird hier endlich brummen. Das ist ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Schritt voran. Und natürlich auch eine schöne Zugfahrt. Beides. Ganz wichtiger Schritt. Unsere Brauerei bekommt endlich das Getreide. Wir hatten so viel Geld ausgegeben beim Kauf der Brauerei. Jetzt werden gleich unsere Einnahmen sprudeln. Und die Einnahmen der Banken auch, bei denen wir Kreditzinsen tätigen, leisten müssen. Die werden auch in unseren Anleihengebühren schwimmen. Schön, dass so viele Leute da sind. Euch allen nochmal frohe Weihnachten. Gleich ist das Geld da. So dringend. Hier, guck mal, wie viel wir hier mit... Oh Gott. Getreide satt. Das gibt so einen fetten Ertrag hier, den wir bekommen werden. Was für eine wunderschöne Aussicht hier. Ein Traum.